So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Es ist 20.40 Uhr. Die Märkte sind noch in Bewegung. Und dann kommen wir auch gleich auf den S&P 500 Index zu sprechen. Es kommt eben darauf an, wie man hier den Trendkanal legen will. Ist eventuell ein Ausbruch da oder hätte noch ein Stück Platz? Jedenfalls ist jetzt für mich hier im Tageschart mit dem Ausbruch erstmal hier diese Kaufzone, die angedachte, die hier eingezeichnet war, eben jetzt passé. Also sollte sich jetzt hier ein neues Tief auch schon unter dieses, unter 2040 ergeben. Dann würde ich sogar aktiv dann short gehen. So, andernfalls hat hier natürlich der Index jetzt noch Platz nach oben. Dann schauen wir doch gleich mal den Nasdaq eben auch an. Der ist jetzt hier im 4-Stunden-Chart. Hat hier auch ein neues Verlaufshoch gemacht. Und auch ein größeres Gap heute gerissen. Allerdings ist bislang hier sind ein paar Stoppkurse, ein paar Stop-Loss gefallen. Allerdings kommt er jetzt hier nicht nachhaltig über das Hoch, jedenfalls auf 4-Stunden-Basis noch nicht drüber. Hier muss jetzt schon stark beobachtet werden. Ist zwar nur ein kleines Warnsignal, sollte es jetzt also unter das heutige Tagestief fallen, dann wird sich hier auch die Tageskerze noch ganz anders sich ergeben. Aber eine gute Stunde ist ja noch Handel. Also hier ist trotzdem jetzt weiterhin mal das obere Gap auch angedacht, solange sich jetzt hier nicht die Kerze noch schwarz färben sollte. Der DAX hatte ich ja am Wochenende erwähnt, ersten Tagesschluss, natürlich jetzt hier mit dem Tagesschluss über 9.800 Punkten und mit dem riesen Gap ist natürlich jetzt ein Nachlaufen nicht drin. Ich hatte ein Long Setup geplant. Lädt noch. Leider wurde es eben hier, der Markt drehte eben schon bei 9.948. Es ist Kauflimit nicht erreicht worden. Hier auf Xetra sieht man, wie der DAX sich schon stark an dem ersten Kursziel sich angenähert hat und demnächst oder morgen dann natürlich das Gap schließen könnte. Leider alles nach meinem Urlaub mit etwas, sage ich mal, verworren, das Kursziel unten nicht erreicht. Die oberen Kursziele werden womöglich noch erreicht. Hier im Gold habe ich ein neues Setup, das ist jetzt hier noch der alte Chart. Da liegt die Buy-Marke bei 1230. Allerdings hier konnte man schönen Gewinn machen. Silber ist weiterhin womöglich bereit für ein riesiges Kaufsignal. Das nächste würde dann eben oberhalb des Rainbow-Indikators lauern. Jedenfalls dann noch ein Stück nach oben jedenfalls. Und sonst kann hier sieht man, was innerhalb kürzester Zeit möglich ist im Silber. Und im Tageschart hat sich das jetzt hier auch schon mit 1, 2, 3, 4, 5 heftigen weißen bzw. blauen Kerzen jetzt nach oben geschwungen. Hier wird jetzt auch, sollte sich ein Rücksatz ergeben, den ich definitiv auch nochmal eingekauft. RWE
ja, kann er wie heute Vormittag nicht überzeugen. Die anderen Siemens dagegen und auch die Allianz haben heute schöne Kursgewinne hingelegt. Und noch ein Wert, der heute einer zu den Tagesgewinnern gehört, war ja hier auch ganz kurz vorgestellt über Montag um 8, über 8,05 €. Wäre jetzt hier auch denkbar, erst auf Schlusskursbasis, und aber ist direkt jetzt nach oben geschossen und schloss ja bei fast 8,30 Euro. Zum BMW war jetzt nichts Spezielles, was man eben hier sehen kann, aber da war mir die Kerze nicht eindeutig. Beim Währungspaar Euro-US-Dollar ist jetzt hier deutlich abgeprallt an dem angezeichneten Widerstandsband, und hier muss man jetzt doch davon ausgehen, beim Rücksetzer, dass es hier noch tiefer fällt. Schauen wir noch, was US-Dollar gegen Zloty macht. Ist man hier schon bei 3,80. Also hier läuft das Setup. Hier ist fast klar, man kann hier den Stopp anheben. Hugo Boss ist heute auch ausgebrochen. Also es sind viele Werte, eben jetzt dann jedenfalls deutsche Werte, sehr bullisch. Bei den amerikanischen Nasdaq fand ich jetzt nicht so prickelnde Setups. Da werde ich aber noch mal morgen genauer unter die Lupe gehen, sollte sich hier eben im Nasdaq keine Umkehrkerze jetzt hier oder keine negative Tageskerze ergeben, eine ganz klare. Das war's, danke schön und noch viel Spaß dann bei dem Bayern-Spiel. Bis dann.